Ups. Es war ein Fehler, von dir herzukommen. Ich ergebe mich! Er denn? Wie ist er denn jetzt hier hochgekommen? Ich will eigentlich bloß wissen, ob ich hier noch Munition finde. Na, vielleicht zahle ich mich doch lieber ab. Geronimo! Julius Caesar stinkt nach Gammelfilet! So. Jetzt aber weg hier, jetzt aber raus hier. Soll ich jetzt mit dem Auto fahren? Aber ein Schlüssel. Was auch immer das für ein komischer Schlüssel sein soll, aber es ist eine Art Schlüssel. Ja, jetzt lutsch halt Eier. Weißt du, dass er sich jetzt so überwältigen lässt, ist doch Bullshit. Ihr habt doch Attackieren, hab ich doch gemacht. Hörst du mich? Ey, gar nicht wahr. Das war den seine Schuld. Ich hab druckt. Hab ich gedruckt! Sicherheit! Warum geht er nicht einfach durchs Fenster rein? Jetzt kommt, jetzt passiert dasselbe nochmal. Ja, ich drucke, pass auf! Hui, Gas! Ah, Mann, Schlüssel in dein Gehirn! Da ist der nächste! Artyom! Der hat einen Schlüssel im Gehirn! Nimm den Schlüssel, jawohl! Da bist du ja. Kommst du da wieder raus oder brauchst du Hilfe? Nein? Ich war beim Friseur. Ja, hallo Patty. Na, wie geht's den Brüsten? Mit den Besitzern des Wagens können wir jetzt vermutlich nicht mehr reden. Hm? Heute schon deine Nippel berührt? Wie schade, dass sie so still sind. Der Wagen scheint jedoch klasse zu sein. Nicht nur ein paar Räder, sondern auch noch ein mobiler Schutz im Sturm. Genau das, was du für deinen nächsten Einsatz brauchst. Hä? Denn es gibt Tage, an denen Frauen nicht ihre Nippel berühren? Während du in diesem Sandkasten gespielt hast, habe ich ein paar Antennen entdeckt. Das muss die Kommunikationszentrale sein. Du hattest ein Date, ja, erzähl. Und Sex gehabt. Ich denke, die ist in dem Leuchtturm dort. Also solltest du da hinfahren. Der Leuchtturm ist so riesig, dass du ihn nicht verfehlen kannst. Ich muss bleiben und die Gegend im Auge behalten. Aber sobald ich fertig bin, können wir uns dort treffen. Hä, ich verstehe das nicht. Der sagt, den kann man nicht verfehlen. Ich sehe überhaupt nichts, was irgendwie an dem Leuchtturm. Gib mir mal Munition! Seid mal nicht so pissig, Alter. Keiner hat hier Munition für mich, oder was? Ich nage hier am Munitionstod. Oh. Wie denn? Na natürlich, lass sie doch Bumsi machen! Verstehe ich nicht. Ist doch nicht verkehrt. Bin jetzt ein Fahrer. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Meine Herren, ich habe Neuigkeiten von einer Bande gehört, die mit einem Zug in unser Territorium einbringt. Das ist ungewöhnlich.
beigebracht, dass solche Aktionen für sie gefährlich sind. Diese Neuankömmlinge scheinen schwer von Begriff zu sein. Oder nicht? Ach, das war der Ignoriertyp. Okay, ja, nee, dann darf er nicht sofort Bumsi-Bumsi machen. Nur bis sie die Fingi-Fingi. Die Leute, die ich brauche, werde ich einzeln rufen. Alle anderen bereiten ihre Autos, Waffen und kampferprobten Sklaven vor. Ich bin ein Auto. Vielleicht bald benötigt. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Der Baron. Bumsi Banksy. Seltsam, mit wem hat er denn geredet? Hier ist ja niemand. Ich nichts verstehen. Was hier los? Ein neuer Eintrag. Eine einheimische Frau hat uns kontaktiert. Jul. Sie wird am Leuchtturm von Banditen belagert. Wenn wir ihr helfen, dann hilft sie uns, die Kommunikationszentrale zu finden. Diese Gelegenheit können wir uns nicht entgehen lassen. Wir sollten helfen. Aber wachsam bleiben. Der ist schüchtern. An die Arbeit. Wille, Ende und aus. Ist das jetzt ein neuer Ort, oder? Nee. Einfach zum Leuchtturm hin, oder wie, oder was, oder warum? Ich mag dein Döschen mit etwas Süßchen. Ich schlecke es auf. Es schmeckt nach Fisch. Sagen wir mal, links, rechts oder da, wo dieser komische... Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Ihr verdammten Arschlöcher! Daran, sich mit einer ganzen Bande eine armselige Frau zu krallen. Sie hat schon ein Dutzend Jungs umgelegt. Ja, wenn ihr weiter mit euch lernt, bringt euch auch. Ja, aber ich hätte ja auch Fummel-Fummel gemacht. Und sie ist hochgegangen. Scheiße, das tut so weh. Haben wir ihn von seinem Leid erlöst. Ich bin nett. Bald besser werden. Oder auch nicht. Ich kann nicht. Halt's Maul. Die hat einfach alle alleine gekillt. Was für eine Rambo-Frau, sag mal, ist das? Ich hab meine coole Knarre nicht mehr. Sehe ich gerade. Oh nein! Shit! So ein Mist! Verdammt leid in... Naja, wenigstens nichts Gefährliches.
habe ich einen stinknormalen Revolver. Dieses Missstück hat all diese Fallen gestellt. Wir müssen sie für jede einzelne bestrafen. Hey! Das ist... Da ist der Feind! Aufpassen, Jungs! Nicht! Hey, Leute! Könnt ihr! Es ist scheiße, wo ist denn meine coole Pistole hin, Mann? Warum hat der die einfach weggelegt? Oh, da war ein Schalldämpfer dran, der ist einfach mega. Karottensaft im Eierhoden drin. And this is to go even further beyond! Danke, Windhund. Nenn mich Wichser vom Zug. Oh Mann, die jetzige Waffe ist so blöd, die ich da habe. Naja, vielleicht kann man die aufrüsten. Ich behalte jetzt mal die Schrottflinte. Einfach weil ich ein echter Gangster bin. Gut, jetzt werden wir die ganze Kräfte. Der Baron hat gesagt, er zahlt gut, wenn der da tot ist. Was habe ich schon zu be- Was ist er denn für einer? Er überlebt ja alles. So, gib mir deinen Inhalt. Inhalt. Ich brauche eine Werkbank, sonst macht das hier alles keinen Sinn. Hier noch richtig? Stopp! Stehen bleiben oder ich schieße! Stehen bleiben, du Narr! Digga, ich stehe. Lass den Aufzug runter, du Miststück! Du kannst uns nicht alle umlegen, Schlampe. Selbst wenn nur einer von uns übrig bleibt, kriegen wir dich. Steh dich so rum! Bewegung! Los, mach ihr Druck! Druck. Dieses Miststück legt unsere Jungs wie nichts um. Aber nicht geschlafen.
Ich überlege. Was hast du erwartet? Sie ist immerhin wie sie. Wie wer? Habt ihr Angst, selbst zu kommen? Und schickt deshalb eure Hunde? Ah, diese Worte wirst du noch treffen! Gib mir Feuerschutz! Die räuche ich jetzt aus! Medipack wäre voll geil. Warum kommt denn eigentlich niemals so ein Medipack? Das ist für euch! Der brennt. Dafür wirst du büßen! Dafür wird der Baron dich in Stücke reißen! Baron dies, Baron das! Ihr sprecht nur von eurem Baron! Warum ist der Baron nicht? Scheiße! Wer zum Teufel bist du denn? Wir werden euch Hunde töten. Sehr bald. Wo ist euer Baron? Warum ist er noch nicht hier? Scheiße! Nimm das, du Scheitern! Nimm das! Stirb! Du Hurensohn! Alter! Du dreckiger... Zeig eine Kugel! Schuss? Hier, nimm das! Ja, wir werden alle Hunde töten und dann Tee trinken. Tee trinken, okay. Dann werden wir... Ist alles ruhig? Sind alle tot? Dann komm hier hoch! Da, du mit Scheitern! Wie sieht der denn aus? Widerlicher Typ. Ui. Du hast meine Feinde getötet. Daher betrachte ich dich als Freund. Die ist voll die Assassine. Die Tür ist verriegelt. Warte, ich lass den Aufzug runter. Ja, Mann. Wer lebt denn da noch? Komm zum Aufzug! Jetzt sehe ich dich töten! Arsch, Alter. Was laberst du noch? Immer dieses Reden. Die reden so viel in diesem Spiel. Selbst wenn sie sterben sollten, reden sie noch weiter. Das ist ein Aufzug. Das ist ein Boot. Das ist doch ein Boot, kein Aufzug. Ein Duell. Happy, happy, happy. Du bist Artyom? Komm rein. Wer Munai Baila tötet, ist mein Freund. Mit dir schlafe ich noch. Die Munai Baila, wie wir sie nennen, haben meine Leute zu Sklaven gemacht. Wollten mich in Fesseln legen. Der Tod ist besser. Ich höre dich laut und deutlich. Dein Mann hat mir geholfen. Ich stehe in eurer Schuld, aber warum bin ich sein Mann? Hier? 5 Jahre ist niemand gekommen, nur Munai Baila. Theon, was weißt du über die Antennen bei deinem Leuchtturm? Das war vor dem Krieg eine Kommunikationszentrale. Meine Mutter Ui, hat gearbeitet. Sie war ein Kommunikationsoffizier. Nein, das doch Gebäude nicht. Das Gebäude ist seit langem verlassen. Ich habe dort nach dem Krieg Spuren von Mutter gesucht, habe aber nichts gefunden. Verlassen? Theon, wir haben dir geholfen. Kannst du jetzt unserem Mann helfen, da hineinzukommen? Gut, ich helfe ihm. Artyom, du musst das Archiv finden. Sollte sich in der Nähe der Kommandozentrale befinden. Such nach Aufnahmen von vor dem Krieg, ab dem Jahr 2013. Die hat doch keinen Fettarsch. Du kannst Hallo, Sigi. Miller, Ende und aus.
Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt, bevor noch mehr von ihnen kommen. Da ist eine Werkbank, geh weg. Benutze die Werkbank, wenn irgendwas repariert werden muss. Alles in meinem Leben muss repariert werden. Es gibt alle möglichen Gefahren. Ein kluger Mann würde da nicht hingehen. Du scheinst klug zu sein, aber du hast keine Wahl. Ach, das war ein Scharfschützengewehr. Aha. Schalldämpfer. In Ordnung. Aber jetzt sind die Waffen wenigstens wieder ein bisschen peppelig hier. Das ist mal... Problem ist, wenn es hell ist, sehe ich nichts. Kann man das nicht ein- und ausschalten? Das mache ich weg. Das ist ja voll beschissen. Ich habe ja... Das ist doch knackt. Dafür habe ich ein eigenes Nachtsichtgerät. So, und jetzt kann ich doch da hoffentlich noch einen Laser dran bauen. Weil nur mit Laser bin ich gut unterwegs. Infrarotlaser. Infrarotlaser bringt mir gar nichts, wenn ich kein Nachtsichtgerät habe. If you know what I mean. Bereit? Ja. Nein, warte. Ja, nicht viel Zeit. Chill mal kurz, dein weibliches vaginales Leben. Ich habe vergessen, Munition herzustellen. Ah, das war dumm. Das war dumm. Ich habe die falschen gedrückt. Wer geht ins Bett? Gute Nacht, Meridana oder Annika. Vor dem Krieg war es hier schön, das Meer. Ich war 5 Jahre alt. Mama war jung, lebte noch. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Nicht von alleine. Die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Die Munai-Beiler sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. Nee, nicht ganz Open World. 5 Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Du hast immer größere Gebiete. So wie das ist das zweite große und da kannst du immer ein paar Nebenmissionen noch machen. Aber die, an sich verläuft es eigentlich linear. Aber das haben sie eigentlich cool gemacht, dass man dann die Gebiete doch noch ein bisschen erkunden kann. Die Nebenmissionen bringen einen angeblich auch gute Ausrüstung. Nachtsichtgerät zum Beispiel. Aber was ich vorher rausgefunden habe, hätte ich das Nachtsichtgerät auch bekommen, ohne dass ich diese Nebenmission mache. Weil man einfach von hinten her hätte reingehen können. Aber gut. Ich dachte erst, Diana, du meinst, mein echtes Leben soll ich aufbessern. Dann meine Antwort darauf war, dann musst du's. Hallo?
musst du Subs raushauen, damit mein Leben besser wird. Aber dann habe ich das erst richtig gelesen. Deswegen habe ich nichts gesagt. Habt ihr die alle getötet? Die ist voll Rainbow. Jetzt kriege ich dauernd Scharfschützenmunition, obwohl ich nicht mal ein scheiß Scharfschützenpistole habe. Oh, er ist hübsch. Stell das an, wie ich jetzt dauernd Scharfschützenmunition kriege. Was soll das jetzt? Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Ich das ist gut. Schon dort. Schön für dich. Aber wegen der Spinnen bin ich nie weit hinein. Ja, stimmt auch wieder. Gang? Geh hindurch. Ich folge. Wie geh du doch vor? Du bist doch hier die Chefin. Falscher Knopf. Der Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Das kriegen sie auch aus keinem Spiel raus, oder? Dass man immer den scheiß Strom... Die Tür öffnet sich erst, wenn wir den Strom einschalten. Ja, Alter! Stell dir mal vor, du gehst in echt mit so einer da rein und dann labert die dich alle paar Sekunden... Strom einschalten. Alle paar Sekunden schaltet den... Ich würde so eine klatschen in ihr hässliches Face. Auf dass mein Penis ihre Backen zerstören möge. So, was ist hier? Gar nichts, oder was? Hier ist auf jeden Fall kein Strom. Vibe. Weil ich alle paar Sekunden standardmäßig über das Thema rede, damit die Doka, für die, die es nicht wissen, Domina Kati, das auch mitbekommt. Ah, Licht. Außer bei mir in meinem Zimmer, da nicht. Gebt das Hund frei! Gut! Geh dann nach links. Da ist ein schmaler Gang. Ich bleibe hier. Jemand muss den Strom bewachen. Ich will nicht alleine dahin. Da ist immer so unheimlich alleine. Das ist voll öh. Wenn du Mamas Bild siehst, bring es mit. Dann werde ich dir ewig dankbar sein. Okay, ich will dieses Bild haben. Wo finde ich dieses Bild? Obala. Ist das markiert auf der Karte? Natürlich nicht. Weißt du das? Da sind schon wieder komische... Ih, das sind ganz komische Viecher. Weiß einer, wo das Bild ist? Hier.